Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier in dieser verlassenen Fabrik angekommen. Und genau, es geht jetzt Schritt für Schritt aufs Finale zu. Ich bin mir unsicher, ob es schon in der nächsten Folge soweit sein wird, aber das müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein komplett neues Gebiet zu erkunden. Das letzte, wenn man nach der Kartenansicht geht. Und ja, da würde ich sagen, wow. Gucken wir uns doch einfach mal hier um. Das sind blaue Kräuter. Blaue Kräuter werde ich nicht brauchen. So, was haben wir denn hier? Da ist so komischer Dampf. Schalter bestätigen. Ja, mach mal. Oh Gott, was? Oh Gott. Okay. Aha. Ja, gut. Freunde. Dann gucken wir mal. Hier sind zwei. Schalter betätigen. Den auch betätigen, oder was? Nee, jetzt sind... Warte mal. Was ist denn das hier für ein System? Das bläst jetzt immer noch da, ne? Jetzt ist das eine aus. Wartet mal. Das ist ein Rätsel, kann das sein? Ja, jetzt komme ich aber nicht mehr zurück. Nee. So. Wir müssen uns hier auf jeden Fall den Weg irgendwie freischaufeln. Wartet mal. Was passiert denn dann? Hey, dann bläst es da wieder. Wir müssen auf jeden Fall an diese Schalltafel da kommen. Hä? Irgendwie verstehe ich das System doch nicht so ganz, aber okay. Müssen wir vielleicht nochmal raus, ne? Da müssen wir vielleicht nochmal raus, ja. Dann mach den mal. Genau. Alles klar, da müssen wir anders anfangen. Gut, Freunde, ja, da geht die Folge direkt mit einem Rätsel los. Da ist ein Schlitz für eine Schlüsselkarte. Geht die? Nee. Nicht möglich, das zu benutzen. Okay. Haben wir nicht. Ah, guckt mal. Da sind noch zwei Schalter. Ja, und dann hier auch nochmal anmachen, oder was ist hier los? Ja, dann geht das aus. Entweder das eine ist an oder das andere. Okay. Ja, gut. Aber jetzt müsste das ja auch da hinten aus sein, oder? Jetzt müssten wir doch hier... Hier sind beide an. Guckt mal. Jetzt müssten wir doch hier das betätigen und dann müsste beides ausgehen. Ja, sehr gut. Was ist denn das? Damit wird die Energie des Sicherheitssystems kontrolliert. Es befindet sich im Standby-Modus. Möchten Sie den Schalter betätigen? Ja klar, mach mal. Das Geräusch kennen wir noch, ne? Das Sicherheitssystem ist mit Strom versorgt. Aha. Das heißt, wir haben da irgendeine Tür aufgemacht. Okay. Nee, das müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr anmachen, ne? Warte. Sehr fragil, das Ganze hier. wahrscheinlich in die Jahre gekommen irgendwie. Ist ja auch eine verlassene Fabrik. Sieht auch sehr alt aus hier, aber es... Oh Gott! Oh Gott! Hilfe! Hat mich das jetzt... Nee, okay. Konnten wir da noch irgendwas machen da hinten? Nee, ich glaube nicht, oder? Da war doch nur... Wartet mal, ich mach das mal wieder aus da. Ich mach das hier mal wieder... Nee, da war vielleicht noch was. Doch, doch. Mach das mal wieder an. Warum ist das denn jetzt wieder an? So. Lass das mal wieder ein bisschen blähen hier. So. Gucken wir mal, ob wir da noch was haben da hinten. Ja.
Jetzt können wir ja hinten wieder hin. Genau. Gibt es hier irgendwas in diesen Schränken noch? Nein, leider nicht. Okay. Dann war das tatsächlich jetzt gerade erstmal alles hier. Gut. Mehr können wir dann hier nicht machen. Alles klar. Die blauen Kräuter werde ich erstmal tatsächlich liegen lassen. Weil ich hoffe nicht, dass wir hier irgendwie vergiftet werden. Das wäre blöd. Wobei, sollen wir eins mitnehmen? Ich guck mal, ob wir noch was in der Kiste haben. Ein blaues Kraut. Wir haben noch einmal Heilung, das ist okay. Ne, wir haben kein blaues Kraut. Oh, ha. Ups. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir noch blaue Kräuter haben, aber ist gar nicht so. Na toll. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall eins mit. Weil man kann die sicher sein. Hier bei den Gegnern. Nimm eins mit, Jill. Weil die werden hier nicht umsonst sein. So, raus hier aus dieser ekligen Dampfhölle. Und dann mal weiter dieses Gebäude hier erkunden. Das ist ja richtig krass. Ach, der schöne Safe-Raum. Alles klar. Weiter geht's. Gucken wir uns mal hier um. Ah, ich wusste es. Wartet mal. Ah! Eieieiei, da kann ich doch jetzt hier die... Ah, wartet mal. Genau. Ah, wartet mal. Und Menü? Nachladen. Ich kann doch da diese Bombe benutzen. Genau, hier die. Und schieß. Ach, scheiße. Da wollte ich wieder zu viel Skill zeigen. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, Freunde, da sind wir wieder. Alles klar. Ja, da draußen, das werde ich jetzt trotzdem versuchen mit der Bombe. Ich werde jetzt einfach dahin laufen und dann einmal darauf schießen. So, weil, ihr seht, die Dinger hier, die sind im Weg. Das sind auch zwei. Ja, das sind zwei und... Alter. Okay. Und... Nee, ich bin schon wieder zu nah dran hier. Okay, und lauf und schieß. Nein, schieß doch auf das Ding da. Okay, das war gut. Alles klar, wir sind gelb. Okay, und schieß weiter drauf hier. Schieß drauf. Okay, 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 okay. Orange, okay. Aber wir haben die Bombe benutzt. Ist das denn nix? So. Sehr schön. Bäh, diese ekelhaften Teile. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Aber gut. So, wir haben diesen Laborschlüssel, ne? Wir haben hier diesen Laborschlüssel. Können wir den nicht hier benutzen? Aha. Sie haben den Laborschlüssel benutzt. Ich bin gespannt, was wir hier drin haben. Das ist ja dieser Untersuchungsraum, ne, wo wir beim letzten Mal gelesen haben. Und hier rennen Zombies rum. Okay, aber hier ist zumindest erstmal eine Karte. Es ist doch ganz schön groß noch, das Gebiet. Alles klar, jo. Gucken wir uns alles nach und nach an. So. Ja. Ich liebe diese Waffe. Weil die kritischen Treffer von der Waffe, die sind einfach genial. Ah, dann baller einfach drauf los hier. Leider kein kritischer Treffer dabei. Verdammt. Nachladen oder was? Ja, nachladen. Ah, so viel haben wir davon auch nicht mehr. Ah! Da war ein kritischer. Habt ihr es gesehen? So. Da war ein kritischer. Alles klar. Wo ist aber denn hier? Hier läuft irgendein Überwachungssystem. Das muss erst vor kurzem eingebaut worden sein, ja? Oh mein Gott! Geil! Schau euch das an. Drei grüne Kräuter hier. So. Alles klar, perfekt.
Ich befürchte aber, dass wir gleich schon wieder zurück in den Safe-Raum müssen, weil wir voll sind. Na komm, so. Alles klar. Und ja, liebe Freunde, dann freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Resident Evil 3. Wie es jetzt hier nach und nach tatsächlich aufs Finale zugeht. Oh, was liegt da auf dem Tisch? Ist das Bo-Diskette oder was? Ah, Systemdiskette. Okay, keine Mo-Diskette. Es tut mir leid, wir müssen doch mal zurück. Wir müssen die Sachen ablegen. Ja, verdammt. Wir sind nämlich wieder voll. Und mit einem vollen Inventar möchte ich nicht weitergehen. Deswegen, ja. Legen wir die Sachen mal ab. So. Und ja, ich bin hier nach wie vor an diesem Sonntagabend unterwegs hier. Hoffe, dass euch das nach wie vor gut geht. Mir geht's sehr gut. So, jetzt bin ich aber mal überlegen, diese Systemdiskette. Das ist ein Story-Item, ne? Nehmen wir mal mit, kommt. Nehmen wir mal mit. Und ja, morgen wieder neue Arbeitswoche steht an hier. Und ja, kriegen wir schon hin, aber Wochenende wieder vorbei, aber was bietet sich da Besseres an, als Resident Evil 3 zu spielen? Für mich nicht wirklich viel, muss ich sagen. So, dann gucken wir uns mal weiter hier um. Was haben denn die Zombies hier beschützt? Ein Aufzug auf jeden Fall. Ein Aufzug und da hinten ist eine wichtige Tür. Es wird von einem System gesichert. Ja gut. Dann nimm den Elevator. Den Ui! Dino Crisis! Tür aus Dino Crisis. Jawohl. Da sieht man es auch wieder, ne? Capcom. Knopf drücken. Jawohl. Dann mach mal. Gucken wir mal, wo wir da landen. Kommt jetzt wieder was rausgesprungen oder so? Nö, okay. Wieder eine Dino Crisis Tür. Wieder Zombies. Nackte Zombies. Nackte Zombies. Ach, die Kim. Wartet mal, gehen die jetzt überhaupt. Gehen die kaputt? Die gehen kaputt. Okay, sehr gut. Die gehen kaputt. Alles klar. Ich baller einfach. Was machen die da? Die sind im Wasser. Es ist mit einer eklig riechenden Flüssigkeit gefüllt. Oh mein Gott. Was liegt da rum? 14 Shotgun-Schuss. Ja, okay, nehme ich mit. Nehme ich, Freunde. Nehme ich. Wobei die Shotgun, die benutze ich ja im Moment nicht so viel. Ich würde schon ganz gerne auch ein bisschen Pistolenmuni noch behalten. Das Gerät für die Untersuchung der Wasserverschmutzung arbeitet nicht mehr. Es zeigt eine Fehlermeldung an. Na gut, okay. Gucken wir mal weiter. Zombies. Hey, der eine ist aber intelligent hier. Kritischer Treffer, sehr gut. Schaut euch das an. Das war ein kritischer Treffer. Genau deswegen habe ich die Waffe. Sie können nicht näher heran als jetzt. Komm her. Komm her, nackter Zombie. Oder müssen wir die überhaupt kaputt machen? Müssen wir die überhaupt kaputt machen hier? Treffe ich überhaupt? Das ist gerade sehr witzig, muss ich sagen. Nee, ich treffe die irgendwie nicht durchs Wasser, kann das sein? Aber die haben mich auf jeden Fall gesehen. Ja, dann kommt mal raus. So, kommt mal raus hier. Kann doch nicht sein. Nee? Ihr wollt da weiter in der Suppe baden? Ja, dann badet mal weiter in der Suppe. Okay. Nackte Zombies, Freunde. Ey, guck mal hier. Hier haben wir ein Fass.
Nackte Zombies. Das heißt, wir gehen echt aufs Finale, weil nackte Zombies kamen in den ersten beiden Teilen immer zum Ende. Ach, guck mal, der eine hat es geschafft da oben. Ja, dann komm her. Komm her. So. Der andere hat es auch geschafft. Hey, hey, bleibst du weg. Oh Gott. Gib mir einen kritischen Treffer. Bleib liegen. Sehr schön. Das, die Pistolenmuni ist fast leer, ne? Aber dafür haben wir jetzt die Gegner weg. Das ist doch auch schon mal viel wert. Das ist schon mal viel wert. Was haben wir hier? Auch eine Resi-2-Tür. Oh Gott. Was ist das denn? Igitt. Was ist das? Würmer. Ach so. Ach, die Kleinen. Ach, okay. Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. Aua. Mach die alle weg. So, genau. Ja, sehr schön. Nehmen wir die kleinen Dinger auch weg hier. Alles klar. Oh Gott. Und wir sind hier wieder in so einer Kanalisationssuppe. Oh, ach, das ist eklig. Das ist widerlich. Ja, aber okay. Müssen wir durch. Oh, es tropft hier von den Wänden. Das ist nicht schön. Was ist hier? Nix, okay. Gucken wir uns mal weiter um. So, was ist das? Wir müssen auch immer noch diese eine Tür da öffnen, ne? Die ist mit einem System gesichert. Ah, das ist gut, Freunde. Ein Safe-Raum und ein Dokument. Oder was ist das? Nee. Sah zumindest so aus. Doch ein Dokument, ich wusste es doch. Sicherheitshandbuch. Sicherheit der Werkanlage. Da es sich bei dieser Anlage um eine als verlassene Fabrik getarnte Einrichtung handelt, wird sie manchmal von Zivilpersonen betreten. Zögern Sie nicht, auf sie zu schießen. Alter Schwede. Wenn sie sich ergeben, werden sie festgenommen und dem Labor als neue Meerschweinchen zugeführt. Lecker. Sie erhalten eine Belohnung. Wartung der Vorrichtung. Die gesamte Anlage wird von einem Epidemieschutzsystem kontrolliert. Das können Sie auch gerne in der aktuellen Zeit mal benutzen. Ich meine, warum nicht? Wenn es eine Verseuchung im Behandlungsraum oder im Becken für Zersetzungsproben entdeckt, wird die Anlage automatisch zur Isolation verriegelt. In diesem Fall müssen Sie das Handbuch zu Rate ziehen, um sie wieder zu öffnen. Wenn die Kontamination über der Höchstgrenze liegt, werden automatisch im ganzen System die Schleusen geschlossen. Dann müssen sie in der Anlage bleiben und auf weitere Anweisungen warten. Jene, die Einrichtung ohne Erlaubnis verlassen, müssen mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen. Oha. Also eine Anlage wieder von Umbrella. Ist klar. Altgediente Instrumente. Also die ist gar nicht verlassen, diese Fabrik. Die wird noch benutzt hier. Das ist natürlich jetzt interessant. So. Farbbänder. Okay. Müssen wir die Sicherheit da jetzt gleich einsetzen an diesem Gerät? Farbbänder. 31 Farbbänder. So, ich überlege mir jetzt tatsächlich, ob wir die Shotgun mitnehmen sollen. Ich glaube ja. Aber dann sind wir schon wieder so voll. Wartet mal, einen Slot kriegen wir noch frei, wenn wir die Muni wegmachen. Ich renne nämlich lieber mit der Shotgun jetzt rum, weil die neuen Pistolen-Muni möchte ich mir irgendwie noch aufsparen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Angst, dass jetzt hier gerade noch was passieren könnte, was Böses. Von daher, ja, lass uns noch mal mit der Shotgun rumlaufen. Okay.
Habe ich da nicht was blinken sehen? Bin ich jetzt bescheuert oder habe ich hier was blinken sehen? Ne, hier ist nichts. Was habe ich da? Doch, da! Hinter der Kiste. Wartet mal. Hat doch was geblinkt. Ich werde blemblem. Okay. Alles klar. Dann hat da nichts geblinkt. So, was ist denn das? Das hier. Möchten Sie das nehmen? Wasserprobe. Hä? Wozu brauchen wir denn jetzt eine Wasserprobe? Probe aus der Kläranlage dieser Fabrik. Sie hat den Test auf Wasserverschmutzung durchlaufen. Was ist das? Da ist nichts mehr, aber da ist doch was Rotes hier. Kann man hier was... Hä? Was will ich jetzt mit einer Wasserprobe? Ey, da ist doch noch was Rotes da. Ah ja, okay. Dann ist da einfach nichts mehr. Gut, gehen wir weiter. Und ja. Ja, wie gesagt, letztes Gebiet hier. Ui. Was ist das hier? Nur ein Raum. Okay, aber ich will nicht wissen, was da drinne ist. Chill. Oh mein Gott! Guckt mal da! Auf den Bereich ohne Kurve achten, wenn Daten angepasst werden. Was? Notizen zu Experimenten. Auf den Bereich ohne Kurve achten, wenn da... Was zur... Aber ich sehe da doch schon mal was mir sehr gefällt. Dreimal Shotgun, wo die... Oh. Und dreimal Harmony. Oh, wie geil, Freunde. Das ist natürlich... Ah, verdammt. Wir sind voll, ne? Wir sind voll. Verdammt. Aber gut. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach. Beziehungsweise, ich glaube, wir müssen da hinten was machen. Heilungsspray schon mal gut. Wird direkt gestackt. Was ist das hier? Ein Gerät, mit dem man die Wasserqualität prüft. Man braucht wohl eine Wasserprobe. Ah, es ist ein Rätsel hier, oder was? Wasserverschmutzungsalarm. Der Durchgang zum Entsorgungsbereich wird geschlossen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird er nicht geöffnet, bis eine manuelle Überprüfung stattgefunden hat. Das Wasser wird mit ultraviolettem Licht bestrahlt. In den schmalen Schlitz passt vielleicht eine Plastikkarte. Ah! Ja? Und was habe ich jetzt ge... Hä? Okay... Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Rätsel zusammen. Gut, Freunde. Dann würde ich aber sagen, in Anbetracht dessen, dass die Zeit schon wieder so fortgeschritten ist, würde ich sagen, machen wir das aber beim nächsten Mal. Aber ich würde jetzt noch gerne nochmal vorher die Sache mit der Munition machen, genau. Die Sache mit der Muni mache ich jetzt noch. Dann machen wir uns zweimal Doppel B und A. Oder wartet mal, wir brauchen ja noch einmal C-Pulver. Wir brauchen ja noch einmal C-Pulver für die Friergranaten. Okay, dann leg die Diskette mal raus. Ich glaube nicht, dass ich die brauchen werde. Die Shotgun samt Muni. Das werde ich auch erstmal rauslegen. Wir sind ja nicht vergiftet worden. Da, wir haben ja noch einmal Pulver C. Ich möchte eigentlich mal ein bisschen mehr Platz hier. Also auch mal die Shotgun nehme ich auch noch mal raus. Kommt. Ich brauche jetzt ein bisschen Platz für zum Experimentieren hier. So. Dann würde ich mir nämlich ganz gerne diese Munition machen. Genau. Nochmal ein paar Gefriergranaten.
Das wird jetzt nochmal cool. Also Munition machen und alles, das macht mir immer Spaß. Das macht mir immer Spaß. So, Freunde, dann gucken wir mal, was wir uns hier jetzt noch machen können. Wir können jetzt noch... Genau. A und B war C, ne? Dann machen wir uns jetzt erstmal die Gefriergranate. So. Weil die brauchen wir. Dann C, C ist Doppel-C und Doppel-C hiermit. Genau. 10 Gefriergranaten. Sehr schön. Dann war das, glaube ich, diese viele Muni. Diese viele Pistolen-Muni war, glaube ich, Doppel-B und A. Kann das sein? Ich mache hier mal einen kleinen Speicherpunkt. Das war, glaube ich, Doppel-B und A, ja. Doppel-B und A und das dann hiermit. Möchten Sie verbesserte Munition herstellen? Nein. Ah, perfekt. Sehr gut. Sehr schön. Und dann können wir hier noch A-Pulver mitnehmen. Das werde ich dann auch direkt zur Pistolenbody machen. Kombi damit. Möchten Sie verbesserte Munition herstellen? Nein. Oh, sehr schön. Dann haben wir wieder genug Schuss für die Waffe. Ach, Gott sei Dank, Freunde. Gott sei Dank. Alles klar. Das heißt, wir können zurück. Und dann wieder die normale Wumme ausrüsten. Weil ich möchte so viel wie möglich mit der normalen Pistole jetzt tatsächlich machen, weil die macht auch viel Schaden. Mit dem kritischen Treffer halt. Ne? Sehr schön, Freunde. Da können wir beim nächsten Mal rätseln. Und, ja. Gut, dass wir auch diese Gefriergranaten jetzt wieder haben. Also munitionstechnisch sieht das mittlerweile echt geil aus, muss ich sagen. Heilungstechnisch auch. Ich meine, wir haben jetzt noch 4 Vollheilungen mit den dreien. Und, ja. Dann machen wir beim nächsten Mal das Rätsel. Ausrüsten. Nachladen. Passt. Gut. Dann gehen wir noch kurz dahin. Und da würde ich einfach mal sagen, jo Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und wie es hier vorne dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal hier mit diesem Rätsel. Und ja, Freunde, da würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Discord-Server. Ich freue mich, euch da zu sehen. Und ja, da würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss. Ne? Tschüss.